Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal wieder beim neuen Projekt mit. Denn ich habe noch einen Sattelschlepper hier rumstehen. Diesen hier. Den Mercedes Arox in der langen Ausführung mit dem niedrigen Pendel. Ja, also ihr seht, der ist jetzt tiefer als der normale. Lenkachse ist drin, der würde soweit auch schon fahren. Es ist die original Brudersattelkupplung noch drauf. Aber der dient momentan immer so als Versuchskaninchen für allerlei Module. Also wenn ich mal irgendwie Licht testen muss oder ein Soundmodul einrichten muss und so weiter, wird das ganz oft hier kurz eingebaut, weil hier oben einfach alles schnell verfügbar ist. Genau. Ich möchte aber hier schon lange mal ein Projekt verwirklichen. Das heißt, ich möchte hier das Ganze noch mal ein bisschen umbauen. Was soll alles passieren, damit wir es mal grob überreißen? Daraus soll ein Sattelkipper werden. Ja? Das heißt, wir nehmen hier den Sattelschlepper und ich habe hier schon einen da. Der andere ist auf dem Weg. Das heißt, wir werden hier zwei von den Krampe-Kippern zusammenschneiden und aneinander kleben, damit wir hier einen schönen Kippauflieger bekommen. Das ist mal so der grobe Plan. Was werden wir an dem Modell hier alles machen? Zum einen möchte ich ihn kürzen. Er ist ultra lang. Wir werden dieses Mittelstück hier einmal rausnehmen und das Ganze wieder zusammensetzen. Dann wird er hier hinten die hohen Pendelachsen kriegen. Also sprich die hier. Das ist jetzt die hohe Ausführung. Das heißt, der kommt nochmal einen Zentimeter einfach höher. Das wird verbaut. Vorne kommt der Faulenzerblock rein, auch da, damit wir einfach diese Zentimeter Höhe noch haben. Aktuell ist eine der ersten Generationen an Lenkachsen noch drin. Kann soweit bleiben. Für die Anlenkung hier gibt es mittlerweile ein Update. Ist aus einmal einem festeren Material und ein bisschen anders Design, damit es einfach noch stabiler ist. Servo wird wahrscheinlich erstmal drin bleiben. Und wir werden natürlich die Sattelplatte austauschen, denn hier ist nochmal ein Antrieb. Wahrscheinlich wird der Hänger angetrieben. Und wir haben hier, wenn ich es empfinde, eine neue Sattelplatte für unser Fahrzeug. Dann wird die Kabine einmal komplett zerlegt. Das ist auf jeden Fall ein Plan, denn ich möchte sie zum einen lackieren, zum anderen soll viel Licht eingebaut werden. Da muss ich mal gucken, welche Module wir hier alle einsetzen werden. Fahrregler ist jetzt ein kleiner drin, wird wahrscheinlich der Truck-Modul oder der Truck-Regler mit eingebaut, der einfach besser fährt, schöner fährt und der die Beleuchtung, Brems- und Rücklichtfunktion einfach auch gleich mit on board hat. So mal der Plan. Also wie gesagt, wir werden die Kabine komplett zerlegen, das Fahrwerk einmal neu einbauen auf den Zentimeter höher, die Lenkachse nochmal optimieren. Dann ist es so, irgendwann hat es mich mal geritten, ich habe mal Reifen gegossen, Gummireifen. Das ist aus Vollgummi. Ihr kennt die anderen, die wo ich zukaufe, wie gesagt, die hier sind selber gemacht. Die haben aber ein wesentlich engeres Profil oder ein gröberes Profil und der soll eher so eine Heavy-Ausführung werden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme die hier. Da habe ich einen ganzen Karton voll. Habe ich euch. Wir haben natürlich auch dementsprechend die Felgen. Ein paar habe ich schon drauf. Das sieht dann so aus. Und die möchte ich aber noch lackieren. Denn ich will die nicht in Chrom, sondern ich will die in Schwarz haben. Hoffentlich geht das. Denn mit so verchromten Teilen lackieren habe ich nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Ja? So sieht die Zwillingsbereifung aus hinten. Genau. Und so, hier haben wir noch mal ein bisschen was. So, Radadapter sind da auch mit dabei. Dann habe ich noch gefunden, das liegt auch schon ewig hier, noch ein Soundmodul. Mit dem habe ich immer umeinander gespielt. Das Mikro heißt das, Soundmodul, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Lag noch rum. Das möchte ich einbauen. Dann, wie gesagt, eine Rundumleuchte wird hinkommen. Es wird vorne Blitzermodule geben und ich möchte wieder Blinker und Licht und so weiter alles da direkt hineinknallen. Ja? Ja, das ist jetzt so zu dem Thema Zugmaschine. Also wie gesagt, die Achsen fliegen raus, werden nochmal neu eingebaut in der höheren Ausführung und das Ganze wird hier lackiert, umgebaut, die Kabine zerlegen, wird nochmal ein spannendes Thema, wie immer. Genau. So, dann haben wir eben das nächste. Das heißt, wir haben hier unseren Kipper. Ich habe hier einen Haufen LEDs. Ich habe auch mal ein paar SMD-LEDs, also ganz kleine Dinger, besorgt für die Blitzer vorne, Rundumlicht und
das wird im Endeffekt der Grundaufbau, wobei ich hier den Rahmen wahrscheinlich nicht übernehmen werde. Ich habe es mir echt überlegt, ob ich sage, ich nehme den zweiten, trenne ihn hier ab und mache das gleiche mit dem Rahmen auch. Aber ich finde es, glaube ich, besser, wenn ich das einfach nochmal aus Aluprofil mache. Und da habe ich mir hier so U-Profile besorgt. So. Ganz klassisch einfach Alu-U-Profil und werde damit den Rahmen selber bauen. Und eigentlich habe ich genau für diese Sache hier diese Adapter. Das heißt, wenn ich diesen Adapter hier einbaue, also ich mache mir einen Rahmen aus meinem U-Profil, dann kann ich das hier anlegen, festschrauben und dann habe ich im Endeffekt das gleiche, den Bruderrahmen nachgebildet, wo ich die Achse einfach einklinken kann. So der Plan. Aber durch das, dass wir ja den Sattelauflieger bauen, geht das nicht ganz so einfach, denn wir werden wahrscheinlich mit dem Rahmen vom Kipper einen Tick höher sein müssen, weil wir ja die Sattelplatte nochmal als Differenz on top haben. Das müssen wir dann alles rausmessen, deswegen werden wir auch mit dem LKW hier vorne anfangen. Und der Anhänger, wie gesagt, die zweite Kippmulde fehlt sowieso noch. Das werden wir dann im zweiten Gang angehen, ja? Weil da fehlen dann ja natürlich auch noch mehr Sachen. Neben dem, dass wir den Rahmen bauen müssen, brauchen wir noch einen Königszapfen, Königsbolzen für die Sattelplatte, müssen wir auch noch drehen. Das heißt, da kommen natürlich dann nochmal einen Tacken mehr einfach an Arbeiten noch auf uns zu. Ja? Und genau, ich möchte euch da ein bisschen mitnehmen. Vielleicht ist es interessant. Ich hoffe, es ist interessant. Ansonsten habt ihr ein bisschen Unterhaltung und ein bisschen Spaß, wenn ich mir wieder mal die Finger breche, wenn ich so ein Ding auseinandernehme. Und dann würde ich sagen, dann legen wir einfach mal los. Auf geht's. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das ganze Ding hier auseinanderzunehmen. Und nehmen wir erstmal ein bisschen die Elektrik raus. Dann ist das Thema schon übersichtlich. Jetzt bauen wir die Kabine runter und die Achsen schnell aus, beziehungsweise hier vorne brauchen wir die Achsen nicht ausbauen, dann machen wir nur die Räder weg und bauen einen auf der einen Seite das Teil aus und tauschen das gleich aus und werden die Kabine runter machen und auf jeden Fall die Sattelplatte muss weg. Das ist die Pendelachse, die hier verbaut ist, in der flachen Ausführung. Genau, die brauche ich so nicht. Wie gesagt, ich tausche die komplett aus gegen eine neue hohe Pendelachse. Die ist also erstmal übrig. Was mir natürlich jetzt einfällt, wir müssen ja hier das ganze Ding nochmal ausbauen, denn der Faulenzer-Block muss noch rein, denn auch hier müssen wir natürlich diesen Zentimeter noch aufbauen. Ja? Heißt, wir bauen die Lenkachse doch jetzt einmal komplett raus. Dazu nehmen wir hier diesen ganzen Block raus und werden den einfach dann nochmal neu bebauen, so wie man braucht. Her liegen und wir werden jetzt von hier bis hier bis hier, das sind 10 cm, werden wir rausnehmen und werden das dann wieder verbinden und wir werden unten hier einfach was an Alu technisch mit einbauen, damit das Ganze wieder auch versteift wird. Ja. Können wir mal schauen, dass wir da das sauber abgetrennt kriegen. Das gleiche auf der anderen Seite natürlich auch. Das heißt, nehmen wir einfach nur diesen Punkt hier raus. Jetzt machen wir die Kabine gleich noch mit runter. So, genau, die hatte ich damals ja auch schon angelöst. Und genau, die müssen wir nachher auch komplett in alle Einzelteile zerlegen, denn wenn ich hier Frontblitze einbauen will und wie gesagt, ich will es auch lackieren dementsprechend, und dann müssen wir das komplett einmal auseinandernehmen, das ganze Ding.
So, Schritt 1 ging schon mal sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir wunderbar. Und genau. Passt gut. Unten muss man ein bisschen rutschen, glaube ich. Aber hat sich beim Schrauben ein bisschen verzogen. So, ich habe die nochmal gegen Senkkopfschrauben hier ausgetauscht, damit es einfach bündig ist. Ich bin kein Fan von Senkkopfschrauben in Plastik normalerweise, aber nachdem ja hier nachher noch Tank hinkommt und die Pendelachse und so weiter, ja, mal auf Nummer sicher, dann sind wir hier plan. Das futzle ich noch weg und dann will ich, dass das ganze Ding natürlich noch schon mal gleich mal schwarz grundiert ist. Dann ist das Thema einfach erledigt und wir werden hier noch mit dem Industriekleber das Ganze noch bündig verkleben, aber hier passiert eh schon nichts mehr, also das ist eh schon bombenfest. So, ich habe hier so Industrie-Schweißkleber-Zeug, das ist so ein Sekundenkleber und da ist so ein Granulat dabei und dann wird das bombenfest wie geschweißt und deswegen habe ich hier so ein bisschen angefasst. Schauen wir mal, ob wir das hier so drauflegen können irgendwie. Oder ein bisschen Granulat hier schon mal in diese Kante. Ja, hier hält natürlich nichts. Machen wir erst ein bisschen Kleber. So. Und einfach ein bisschen Granulat drauf. Kann man nachher dann abschleifen. Aber das hält dann bombenfest. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Also hier eine Naht und hier eine Naht und hier oben noch ein bisschen und das schleife ich nachher drunter. Ich könnte jetzt hier innen drin noch was machen, aber ich glaube, das hebt ganz gut. Da dürfte jetzt nichts mehr passieren. Und genau. So, jetzt müssen wir noch kurz den Faulenzerblock einbauen und hier, ihr seht, der ist für die Gummibereifung, das heißt, der geht ein bisschen weiter raus, weil natürlich die Gummireifen viel schmäler sind. Das sind die Bruderreifen, das sind ja hier die Gummireifen und damit das Ganze wieder passt, müssen wir hier ein bisschen weiter raus, spielt aber jetzt nicht ganz so viel Rolle, das heißt, das hier bleibt ja genau gleich, dieser Einbauwinkel und der hier zieht einfach nur die Achse hier auf die äußeren Teile. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal das runterbauen. Jetzt hoffe ich, dass die Dinger passen. Jetzt hoffe ich, dass das hier und das hier noch so weit zum Ausdehnen ist. Ansonsten muss ich die auch noch schnell neu machen. So sieht das Ganze jetzt aus, kurz und knapp. Hier haben wir jetzt den neuen Achsschenkel drin, der hier im Endeffekt diese Umlenkung macht. Direkt vom Servo, das heißt, wir haben hier eigentlich so gut wie gar kein Spiel mehr drin. Hier unten, das ist ein bisschen locker, das mache ich jetzt nochmal neu. Und hier oben, das muss ich noch rausdrehen. Und ansonsten kann das ganze Ding dann hier im Endeffekt wieder so eingepasst werden. Denn das passt hier alles nach wie vor noch, genauso wie es vorher gehört hat. Und genau, das wäre dann die neue Lenkachse. Der Rahmen ist schon soweit. Und beim Rahmen wollte ich euch noch kurz zeigen, das wird ja hier die Sattelplatte, die möchte ich mittig über der Hinterachse anbringen. Und jetzt ist aber hier so, dass wir jetzt hier schon knappe 3 cm auftragen und das will ich eigentlich gar nicht. Das heißt, ich werde jetzt gucken, dass wir hier unten das Blech wegmachen und das hier drauf gehen, dass wir mit der Sattelplatte zwar trotzdem noch die Bewegungsfreiheit haben, aber hier im Endeffekt um einiges niedriger sind, nämlich einmal hier
diese Befestigung, Schiene und einmal nochmal hier diese Kante im Endeffekt, damit wir den Hänger hinten nachher nicht so weit aufbauen müssen. Ja, ich mache hier mal weiter und beim nächsten Bauschritt seid ihr wieder mit dabei.